Hey Leute, heute hier Elektrotechnik für Büro und beschäftigen uns mal mit dem Thema Desertec. Wer weiß eigentlich noch, was das ist und wie schaut es da aktuell so aus? Also, zuerst mal Desertec, oder ich sag's mal so, irgendwo Nordafrika rum, mal ein riesen Solarfeld, was weiß ich, zig Kilometer auf zig Kilometer, was weiß ich, so 300-400 Kilometer auf 300-400 Kilometer, irgendwo in der Wüste, da ist eh keiner, da kann man ruhig mal so PV-Anlagen hinstellen. Und dann sozusagen die ganze Welt mit Strom zu versorgen. Das war der große Gedanke damals bei diesem Desertec-Geschichtchen. Und also 2009 war das. Und by the way, wenn ihr eine Fläche von 800 mal 800 Kilometer hättet und baut da PV-Anlagen drauf, dann könntet ihr die ganze Welt mit Strom versorgen. By the way, kleiner wie heißt das Zeug? So nice to know oder sowas. Anyway, auf jeden Fall dieses ganze Desertec 2009 ist ja so aus, ja, da waren Firmen dabei, RWE, Siemens, Deutsche Bank, AWB und so weiter und so weiter. Und da hat sich dann dieses Desertec Industrial Initiative, dieses DII, hat sich da gebildet. Und ja, hat und so weiter, also die Idee war PV-Anlagen rein, fertig und super. Von der Idee finde ich immer noch perfekt, immer noch brutal, wenn man sowas macht. Aber dann hat man wieder irgendwie die Firmen und Europa will eigentlich nur Kohle und Atom und so weiter haben. Und irgendwie hat sich das Ganze dann so mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, wieder in Luft aufgelöst. Ganz blöd gesagt, ein paar Firmen haben dann wieder verlassen, weil ja, brauchen wir dann irgendwie doch nicht. Und dann, ja, ist es überhaupt wirtschaftlich und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann ist dann alles wieder so verflogen. Und was haben wir noch gesagt? Und was dann noch übrig geblieben ist, ist so eine kleine Beratungsunternehmen sozusagen mit ja, in Dubai. Also das ist jetzt in Dubai und jetzt kommt er auch da zurück wieder, und zwar die Leute in Saudi-Arabien, also beziehungsweise in Abu Dhabi, das war es, genau, die möchten, oder beziehungsweise die haben schon, also da wird nicht lange bei uns immer so rumgelabert und oh, können wir was machen, sondern die machen es einfach, und das finde ich echt super, und zwar die haben, jetzt muss ich nachschauen, 1,2 Gigawatt, nicht Megawatt, Gigawatt, 10 hoch 3, Potenz oben dazu, Gigawatt haben die sozusagen PV-Anlagen schon in Betrieb und speisen richtig ins Netz ein. Und in Ägypten, was auch irgendwie so keiner mitbekommen hat, da steht eine Anlage mit 1,6 Gigawatt. Und Marokko baut gerade das größte Solarthermiekraftwerk der Welt. Also, und da ist diese kleine Beratungsfirma, die hilft halt da immer so leicht beraten noch dazu, was ich da aus diesem Desertec oder DII oder DII oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, war sozusagen, die hilft sich da immer zusammen. Und mittlerweile ist man so weit, dass man sagen kann, okay, eine Kilowattstunde, was ich aus so einem gigantischen PV-Park da rausziehe, kostet mir 1,5 Cent. Und wenn man sich das mal überlegt, 1,5 Cent und das verkaufe ich jetzt sozusagen dann ein bisschen mit Preisaufschlag, da muss ich ehrlich sagen, es ist schon gigantisch. Und da wieder auf die ganze E-Mobilitätsgeschichte zurückzukommen, also bei so einem mit 1,5 Cent Atomkraftwerk oder sowas, no way. Ist alles teurer herzustellen. Eine Kilowattstunde. Und wenn ich jetzt sozusagen hergehe und sage, okay, das baue ich jetzt überall auf der Welt, so Gigawatt-Geschichten baue ich mir jetzt hin, muss ja nicht nur in Deutschland sein, jetzt bei jedem auf dem Hausdach, was ich sowieso sage, das ist eine coole Geschichte, sondern wenn ich wirklich sage, okay, ich baue jetzt wirklich auf der ganzen Welt diese, ja, so Solarparks oder wie man sie nennen will, so wirklich so kilometerweise, so 10 Kilometer auf 10 Kilometer, immer so ein Stückchen da,
und baue da wirklich so hin, was man bei uns manchmal in der Autobahn und so weiter sieht, wo ich jedes Mal vorbeifahre und denke mir, es wäre so mein Lebenstraum, so einen Teil zu haben und dann ja. Ja, also trotz alledem, wenn man das überlegt, nur so visionär, das würde jetzt jeder irgendwie so machen, komplett auf der Welt verteilt. Und man würde jetzt sozusagen, irgendwo ist ja dann mal wolkig und dunkel und so weiter, und den Strom irgendwie so zu schaffen, dass, was weiß ich, wenn jetzt bei uns Winter ist, dann nehmen wir halt den Strom mehr von Afrika, von Südafrika rum, und wenn bei uns Sommer ist, dann nehmen wir halt unseren eigenen und plus kaufen wir halt noch ein bisschen überall von der ganzen Welt ein. Also wenn wir das wirklich hinbekommen, ohne jetzt das ganze Kriegs- und Zeug, was es immer auf der Welt gibt und nein, du darfst es nicht machen und so weiter, wenn wir wirklich als kollektive Menschheit, sage ich mal, wenn man sich da zusammentun würde. Natürlich kann jeder ein Geschäftchen wieder drauf machen, aber das wäre meines Erachtens echt eine coole Geschichte. Und dann wäre auch die Diskussion mit, ja, wo kommt denn der ganze Strom fürs Elektroauto her? Wäre dann auch vom Tisch. Und da braucht man diese Zwischenspeichermedien nicht mehr, wenn man wirklich den Strom sozusagen von über lange Strecken sozusagen transportieren könnte. Das wäre schon echt eine geile Geschichte. Und ja, langfristig müssen wir uns eh was überlegen, weil ja, geht ja nicht mehr so weiter. Wir brauchen immer mehr Strom, können aber nicht das ganze Kohlekraftwerke da und Atomkraftwerke da. Ja, ist irgendwie unschön, sage ich mal. Und auch das ganze Öl ist alles jetzt nicht so toll und so prickelnd und ist halt auch nicht unendlich. Und wenn man jetzt da überlegt mit der Sonne, die Sonne scheint ja dann doch, glaube ich, noch ja, länger als 10 Jahre. Von dem her wäre das schon echt eine interessante Sache, wenn man sich dieses Problem sozusagen annimmt und da was machen würde. Deswegen ist es eigentlich schade, dass dieses Desertec nichts geworden ist, was da Siemens und die ganzen ABB und so weiter dabei waren. Ist echt schade. Aber wie gesagt, die anderen Länder machen es da schon, ja, sind uns da schon voraus. Die machen halt da wieder was und können dann später an den Strom sozusagen uns verkaufen, weil wir brauchen den ja, wir steigen ja aus dem ganzen Atom- und Kohlezeug irgendwann ja demnächst mal aus, wie es ja so schön heißt immer. Auf jeden Fall wäre eine interessante Geschichte und sollte meiner Meinung nach auch nicht einschlafen, sondern kann wirklich wieder wiederbelebt werden. Und das ja, würde mir echt gefallen mit diesem Desertec oder was es auch sonst noch gibt, auch bei uns so Solarparks und so weiter. Aber ja, da gibt es ja viele Kritiker wieder, die jetzt irgendwas sagen, wir müssen da wieder. Die Umwelt wird da wieder unschön behandelt. Und ja, aber trotz alledem möchte man die Energie trotzdem haben. Auf die möchte man nicht verzichten. Und jeder, der sagt, ja, das ist die Umwelt und so weiter, dann muss ich ehrlich sagen, Leute, dann spar mal beim Handy. Kein Handy mehr für dich. Nur spare den Strom. Und dann ist die Diskussion gleich zu Ende. Dann muss er nämlich, was weiß ich, Bahn fahren oder sonst irgendwie, kriegt er kein Auto mehr. Und dann, also wirklich dann radikal mal. Also, weil man braucht eine Lösung. Und wir müssen den Planeten so konfigurieren, sage ich mal, dass wir hier einigermaßen ja, unsere Energie auch haben. Und wenn wir mal einen Stausee haben, also ich finde den Stausee extrem schön, wenn ich da vorbeigehe oder so weiter, bei uns da in der Nähe gibt es so einen Höllensteinsee, also das ist ein traumhaft, also da und dass du da vorbeigehst und die Turbine dreht sich und so weiter. Das ist was Schönes, aber da sind halt immer die Probleme. Gut, anyway, so, jetzt in die Kommentare könnt ihr euch ein bisschen wieder austauschen, ein bisschen bekriegen. Ist mir jetzt ja, relativ wurscht dann, was ich dann letztendlich wieder alles sozusagen euch dann wieder die. Da gibt es immer zwei Lager bei den ganzen Geschichten und deswegen verlagern wir das jetzt mal alles in die Kommentare. Bin gespannt, was alles rauskommt und ja, definitiv habt da meine Meinung und da muss ich ehrlich sagen, es kann nur so gehen und anders wird es halt nichts. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren, hier nächstes Video und macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss und auf Wiederschauen.